Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mit einer weiteren Top-Partien-SBC-Folge. Und wir machen auch noch die Michael Carrick-SBC. Ich hoffe, dass es euch nicht so krass stört. Im Hintergrund läuft mein Ventilator. Ist es ein bisschen zu heiß. Ich habe es auf die leichteste Stufe gestellt. Ich hoffe, es stört euch nicht ganz so sehr. Sonst würde ich hier einfach einlaufen bei der Hitze. Muss einfach sein, Freunde, heute mal. Wir gehen ganz kurz durch, was für Spieler gekommen sind. Wir haben PSG gegen AS Monaco, wir haben Real gegen Juve, wir haben Sevilla gegen Barcelona und den Moneymaker Lokomotiv Moskau gegen Spartak Moskau. Die Spieler gehen für ungefähr 5000 Münzen. Also wenn ihr das Spiel habt, dann verkauft sie. Also ich hatte noch viele durch die früheren Top-Partien-Predictions. Und weil ich die Spieler von meinen Packs meistens nicht verkaufe, ja, habe ich auch da noch einige übrig gehabt. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz auf die Transferliste, gucken uns an, was habe ich seit der letzten Folge verkauft und dann machen wir die SBCs. Ganz, ganz easy. Hier ein paar Verkäufe. Vertonghen 140.000 habe ich in der letzten Folge gezogen. Richtig lucky. Dann habe ich einige 83er bis 86er oder 85er verkauft. Zum Beispiel Spinazzia für 16.000, Schmeichel 4.9, Lopez 5.4. Die sind, glaube ich, alle ein bisschen gesunken jetzt. Habe ich da halt verkauft. Ich habe da guten Profit gesehen. 5.000, Keta 6.300. Ja, Fabinho 9.2, Van Dijk 9,89, also da hat man viel Profit machen können. Parejo, Ederson, ansonsten ja noch meinen polnischen Silberimform, Varan 17.000. Dann hier nochmal zwei Spieler, die ich zufällig halt gefunden habe, die für viel gehen. Wenn ich zum Beispiel meine Gold-Upgrade-SBCs mache, dann checke ich die Preise nochmal ab und sehe meistens, oh, die gehen doch für was, dann stelle ich die lieber rein, statt da reinzusetzen. Und dann sind das die Verkäufe von der heutigen Top-Partien-SBC. Ja, hier seht schon, gehen für gute Münzen weg, auch Barca-Spieler, Sevilla-Spieler, aber am meisten gehen, wie gesagt, die Spieler von Moskau weg, zwischen 4.000 bis 6.000, würde ich mal sagen. Ich habe auch welche gehabt, die gehen für, ja, hier 5.3, 4.6, 4.7, 5.000, 5.5, 2.7, 5.000, 6.000, 5.3 und nochmal ein Kassia, ja, für 3.000. Hab ihn noch hier am Laufen, vielleicht geht er noch für 5.000 weg und sonst, ja, ein paar Spieler. Ich habe mir ungefähr, ich weiß es gar nicht mehr, 40 Spender geholt. Viele haben mir gefragt, habe ich zwar im letzten Video schon beantwortet, warum ich ihn hole. Ja, warum denn nicht? Wie gesagt, ich kann ihn für 120 Münzen nur für 140 Münzen Verlust verdiskern. Es muss nur eine SBC kommen, wo man Season Spieler braucht und dann steigt er. Das ist der einzige Grund, weil ich mit den Münzen sowieso nichts machen würde. Und ja, ich stelle mal die restlichen Spieler wieder rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der Top-Partie in SBC. Ungefähr mit den Verkäufen habe ich, glaube ich, jetzt 90.000 bis 100.000 gemacht. Ist in Ordnung dafür, dass ich mich nicht vorbereitet habe. Ja, hauptsächlich, wie gesagt, durch die Moskauer. Und dann fangen wir an. Das ist, glaube ich, ganz, ganz einfach. Man kriegt wieder ein 50k-Pack, was sehr, sehr gut ist. Ich habe es gesehen, die haben es verlängert. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die Spieler die Special-Karten verändert haben. Aber Best of Packs, ja, das hat den meisten gefallen und die haben es um 2 Wochen verlängert, das ist sehr, sehr gut. Wir sehen hier Path to Glory Spieler und Team of Season Spieler, das heißt, ja, man kann immer noch gute Spieler ziehen und ich hoffe, das Pack Luck bleibt bei mir auch weiterhin so gut wie in den letzten Videos. Und dann fangen wir an, Paris gegen AS Monaco. Wir brauchen einen Spieler von Paris, einen von Monaco, mindestens 3 Spieler aus einem Verein, Team Chemie 80, ganz, ganz einfach, hinten PSG, vorne Monaco und dann sucht euch Spieler von der zweiten französischen Liga raus. Also die kosten alle wahrscheinlich für nichts. Und dann müsst ihr nur 3 Spieler von aus einem Verein haben. Und dann kriegt ihr ein Goldset. Was man nicht unterschätzen sollte. Letzte Woche habe ich da einen Team of Season Spieler gezogen. Dann gehen wir weiter zu Real Madrid gegen Juve. Ein Spieler von Real, ein von Juve. Spieler aus einem Verein maximal 3. Spielerqualität genau Gold. Ja, rechte Seite spanische Liga, linke Seite italienische Liga. Das ist sehr, sehr einfach, weil man auch nur 85 Chemie braucht. Muss ich euch, glaube ich, nicht viel erklären. Dann kriegen wir hier ein Goldspieler-Set. Letzte Woche habe ich auch da einen Team of Season Spieler gezogen. Sollte gar nicht so schlecht sein, das Pack. Und dann gehen wir weiter hier, ja, weil man auch 2 Spieler braucht, sind die, glaube ich, so viel wert. 2 Spieler von Lokomotiv Moskau, 2 von Spartak, mindestens 2 liegen, Gold mindestens 2 und Team Chemie 85. Rechte Seite habe ich die 4 Spieler drin und linke Seite einfach Engländer von der 4. englischen Liga, um die Chemie herzustellen. Auch kein Rating gefordert, also ganz, ganz einfach, Freunde, ganz, ganz einfach. Und kriegen hier ein Elektro-Spieler-Set, könnte eventuell auch ganz, ganz gut sein. Und dann gehen wir weiter zur letzten SBC, Sevilla gegen Barcelona. 2 Spieler von Sevilla, 2 von Barcelona, Spieler mit derselben Nationalität, maximal 4. Teamgesamtbewertung 78, Chemie 80, ganz, ganz einfach eigentlich. Ja, hier rechte Seite spanische Liga und den Rest habe ich mit Bundesliga-Spielern gefüllt, die nichts wert sind. Also immer darauf achten, zum Beispiel hatte ich vorher einen Innenverteidiger,
drin gehabt, der ungefähr 2,6 wert ist. Ihr müsst die Preise immer checken. Man denkt erst, oh, die sind nichts wert. Aber, ja, sind doch manche mehr wert als gedacht. Wegen wahrscheinlich dieser Mannschaft-SBC. Und dann würde ich sagen, Premium Gold Spielerset Easter, 25k-Pack, nice. Und dann nochmal ein 50k-Pack. Richtig nice, ja. Momentan sind die Packs wirklich ganz, ganz gut. Damals hat man meistens nur einen 83er gezogen. Jetzt zieht man echt sehr, sehr oft einen Team-Season-Spieler. Ich bin mal gespannt, ob ich gleich wieder welche ziehen kann. Und dann haben wir noch die Michael Carrick SBC. Kostet 40.000. Ja, kann man, glaube ich, mitnehmen. Also ein 94er Spieler für 40.000 kann man, denke ich, mitnehmen, ja. Wie gesagt, solange die ungefähr in dem Preis bleiben, nehme ich die immer mit. Ich werde zum Beispiel, glaube ich, Rashford nicht machen. Ich weiß nicht, ob der so... Ja, das sieht geil aus, aber ich habe so viele Spieler, die ungefähr die gleichen Stats haben. Deswegen werde ich ihn, glaube ich, nicht machen. Kostet, glaube ich, über 100k und ja, da muss ich mal überlegen, ja, ob ich den mache. Und dann würde ich sagen, ja, Michael Carrick SBC. Ganz, ganz easy, 40.000 habe ich ja gesagt. Ich habe hier ja ein Team aufgebaut. Das habe ich, glaube ich, auf Footbin gesehen. Und zeige euch hier einfach mal die Spieler. Ganz, ganz easy. Die meisten Spieler sind hier ganz günstig zu bekommen. Der teuerste Spieler ist hier, glaube ich, ja, der Inform. 18.000. Wenn ihr den Inform für günstig bekommt, wenn ihr wirklich geduldig seid, kriegt ihr den wahrscheinlich für 14.000 oder weniger. Dann kostet euch die SBC vielleicht nur noch 35.000. Dann kann man den wohl mitnehmen, den Michael Carrick. Ich nehme ihn mit. Ob ich ihn in der morgigen Episode mit einbaue, schaue ich mal. Ich schaue mal. Komm halt ein bisschen spät, weil ich die Tage ein bisschen beschäftigt war. Umzug, ja, ich musste aus meinem Wohnheim raus und deswegen war ich 2 Tage sehr beschäftigt und dann die Spiele noch machen. 8 Spiele, da habe ich das Video leider nicht mehr früher rausbringen können. Das kommt dann morgen, wie gesagt, das Spiel um den Team Season Spieler hier. 2 Spiele habe ich hier übrig gelassen. Mit diesem Team werde ich das machen. Habe ich das schon fertig gebaut. Oh, ich Carrick dann mit einbaue. Schaue ich mal, passt eigentlich nicht mehr so rein. Aber sieht eigentlich ganz fresh aus. Wie gesagt, wahrscheinlich bringe ich morgen das Video, aber nicht zu 100%. Ihr könnt ja mal in den Kommentarbereich schreiben, ob ihr Bock drauf habt oder eher auf sowas wie ein Draft. Das soll ja auch ganz profitabel sein. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich entleere ganz kurz noch die Transferliste, damit wir ein bisschen Platz haben für neue Spieler. Und dann würde ich sagen, let's go mit einem kleinen Pack-Opening. Ich habe noch 1-2 seltenen Goldspieler-Set hier vorbereitet. Nächstes Mal werde ich mehr vorbereiten. Hatte heute wieder nicht so viel Zeit gehabt. Ein bisschen Zeitdruck. Hier kommt leider nichts raus. Ja, nehmen wir einfach mal so mit und gehen zum nächsten Pack. So, weiter geht's mit dem Goldset. Können wir wie letzte Woche ein Team of Season Spieler rausziehen? Ich glaube nicht. Ne, nicht mal ein Leinwand. Ich glaube diese Woche werde ich nicht so viel Glück haben wie letzte Woche. Ja, nichtsdestotrotz, checkt trotzdem mal die Preise von den Spielern ab. Manche gehen für 2.000, 3.000 weg, obwohl die nur ein Non-Rare-Spieler sind. Dann machen wir jetzt das Elektro-Spieler-Pack auf. Come on. Auch hier keine Leinwand. Ich glaube, ich habe mein ganzes Pack-Lack verbraucht in den letzten Folgen. Und dann gehen wir weiter mit dem nächsten Pack. Gold-Spieler-Set. 10 Gold, 1 selten, 12 Spieler. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welche Special Packs noch zu ziehen sind. Vielleicht sind wirklich nur die Besten der Besten zu ziehen. Dann, ja, ist es vielleicht viel schwieriger, jetzt einen Team of Season Spieler zu ziehen, wenn das nur the best of sind. Ja, wirklich die Top 15 oder wie viel das war. Das war ja mal best of Team of Season eine Zeit lang zu ziehen. Wir machen das 25k Pack auf. Come on. Vielleicht hier nochmal eine Leinwand zumindest. Ne, auch hier keine Leinwand. Schade. Marmelade. Ja. Heute wird es, glaube ich, nicht gut aussehen. Aber wir haben einen neuen Transfer-Spieler hier. Iwobi. Iwobi wird wahrscheinlich auch nicht viel wert sein. Ja. Aber wir haben einen Spartak-Moskau-Spieler gezogen. Der wird ein bisschen was wert sein. Kommen wir auch schon zum letzten Pack. 50k-Pack. Hoffentlich kann ich hier nochmal euch was Gutes präsentieren. Ich würde sagen, wir machen das Pack auf, obwohl unten irgendwie die ganze Zeit der Lade... Balken zu sehen ist. Ey, 50k-Pack enttäuscht nicht. Hier haben wir einen Team of Season Spieler drin. Polen. Oh mein Gott, den habe ich doch doppelt jetzt gezogen. Glaube ich. Das ist nicht ganz so gut. Ich glaube, das ist ein doppelter Klick. Oh mein Gott! Ich habe noch Götze gezogen, also 50k-Pack momentan enttäuscht echt nicht. Das ist wieder zu gut.
Götze ist wahrscheinlich 45.000 wert. Sieht geil aus, sieht nice aus. Forster, werde ich vielleicht ausprobieren, mal schauen, 45.000. Ist das Path to Glory oder was ist das für eine Karte? Ich weiß es gar nicht, das ist kein Path to Glory, das ist irgendwie diese WM-Karten gewesen. Klick ist, glaube ich, doppelt, ne? Ich habe irgendwie noch was ganz Falsches im Kopf gehabt, weil eben habe ich beim Discord bei Okorsa noch gelesen, dass er es so hat, dass er das 50k-Pack untauschbar war. Bei mir ist es momentan tauschbar, was sehr, sehr gut ist. Habe ich zweimal jetzt Klick schon. Ja, ich meine, mit diesem Pack haben wir, ich würde sagen, 100.000 gemacht. 100.000 sollte drin sein. Wenn Mata geht auch nochmal für 6.000, 7.000. Haben wir 100.000 gemacht. Das ist, denke ich mal, wieder sehr, sehr nice. 100.000 durch Spielerverkäufe, 100.000 Münzen durch gezogenen Spieler. Und dann, ja, war es das vom heutigen Video. Bisschen kürzer als sonst. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Schreibt mir in den Kommentarbereich, ob ihr auch weiterhin, wie ich, Packluck hatte. Also 50k-Pack enttäuscht bei mir in letzter Zeit überhaupt nicht. Immer eine Special-Karte dabei gewesen. Und ja, morgen könnt ihr mal schreiben, ob ihr Bock darauf, dass ich das TO-Season-Pack hier spiele oder ob ich einen Draft raushauen soll. Schreibt es mir in den Kommentarbereich. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Euer Casey ist raus. Ich mache das Fenster gleich auf und dann kann ich mich wieder runterkühlen. Dann sehen wir uns dann morgen mal wieder. Ciao!